Einen schönen Dienstagmorgen, es ist 7:12 mit Demi Lovato und Luis Fonsi, Echamel, La Culpa hier bei uns im Supermix. Also seit Monaten gibt's schon keine Konzerte, kein Theater oder auch irgendwelche anderen Shows vor Publikum. Die Kunst- und Kulturszene ist sicher eine Branche, die extrem hart unter der Pandemie leidet und zwar finanziell. Auch der Frankfurter Stadtpolitiker Thomas Beppler-Wolf alias Beppi Labell lebt von seiner Kunst und wir haben mit Beppi gesprochen und wollten unter anderem wissen, wo die aktuelle Situation für Kleinkünstler, Musiker und Comedians so hinführt. Ich befürchte ins Nirvana. Das ist der Horror pur. Ich habe letztens mal ausgerechnet, das habe ich auch gepostet, dieses Jahr 124 abgesagte Veranstaltungen gehabt. Und da geht es ja nicht nur mir so, es geht ja allen Theaterschaffenden so. Von den großen Häusern angefangen bis zu den kleinen freien Theatern, die ganz besonders gebeutelt sind. Es werden sehr viele, ich sag mal, Kultureinrichtungen und Gastro- und Schausteller auf der Strecke bleiben. Weil dieses Jahr der Weihnachtsmarkt ist abgesagt. Erinnert euch dran, wie es war. Denn nächstes Jahr sind die Menschen, die einen Weihnachtsmarkt machen können, vielleicht nicht mehr da. Damit genau das nicht passiert, muss die Politik die komplette Branche unterstützen, sagt der Kult Frankfurter. Wir erwarten jetzt mal auf jeden Fall, dass da auch mal für die Künstler und die Solo-Selbstständigen mal ein bisschen mehr kommt, als was bis jetzt gekommen ist. Ich kenne sehr viele Paare, die beide in der Kultur tätig sind. Die haben gar nichts im Moment. Da ist nicht einer, wo man sagt, okay, die Frau ist Sängerin, er schafft beide Bank, er hat sein Gehalt trotzdem, ja. Und es ist schon ein hartes Leben, was wir im Moment führen. Und mein Bandleader zum Beispiel, der hat im Bekanntenkreis, haben sich bis jetzt schon 3 das Leben genommen, weil sie nicht mehr weiter wussten. Ja, also das ist wirklich hart an der Grenze. Und ich sage immer, ich glaube, dass wir mehr Opfer um Corona herum zu beklagen haben am Ende als durch Corona selbst. Aber ganz egal, wie hart die Situation gerade ist, für Beppi Labell gilt, man darf die Schultern trotzdem nicht hängen lassen oder den Kopf in den Sand stecken. Ich habe so ein Motto, kann ich nicht, gibt's nicht. Ich probiere immer aus. Und wenn es dann nicht klappt, kann ich immer noch sagen, geht nicht, kann ich nicht. Ja? Und im Moment sage ich mir, die Leute sitzen zu Hause. Es war schon beim ersten Lockdown so. Die Italiener haben ja angefangen, auf dem Balkon zu singen. Und dann habe ich gesagt, ach, das mache ich jetzt auch mal. Und dann habe ich mal gesagt, ich mache mal so einen Abend, stell mich auf den Balkon und sing. Habe bei uns in der Straße jedem Zettel in den Briefkasten geworfen, dass ich nicht erschrecke. Und dann hat sich das zu einem Kult entwickelt. Jetzt, als der Lockdown wieder war, habe ich gesagt, ach, ich fange mal wieder an. Und deswegen steht Beppi gerade einmal pro Woche auf seinem Balkon und singt für seine Nachbarn und alle Frankfurter, die nicht dran vorbeifahren oder gehen wollen. Beppi on Balcony hat er das Ganze genannt. Und für alle, die nicht vor die Tür wollen oder genau wissen wollen, wann wieder vom Balkon aus getrellert wird, einfach mal bei Beppi Labell bei Facebook oder auch bei Instagram vorbeischauen. Hier ist Radio Frankfurt. Guten Morgen.